Was für ein Kraftprotz. Also, er hier. Uli Schröder ist der amtierende Mr. Universe in der Altersgruppe über 60 Jahre. Der 61-Jährige ist richtig stolz auf die Auszeichnung. Ich freue mich total unendlich und das bedeutet mir eigentlich mehr als jeder andere Wettkampf und jeder Titel, den ich bis jetzt gewonnen habe, weil ich habe nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe. Wenn du dann da oben stehst und ich meine, es hat sich angedeutet, dass ich doch besser war als die anderen, aber als ich es dann in der Hand hatte, da kamen mir die Tränen, konnte ich nicht anders. Harte Schale und weicher Kern. Im November trat Uli Schröder bei der Wahl zum Mr. Universe in Hamburg an und zog mit seinem gestählten Body an allen Mitbewerbern vorbei. 15 Wochen harte Arbeit und eiserne Disziplin haben zum Erfolg geführt, Muskeln gedrillt auf Höchstleistung und Adern, die schon von Weitem sichtbar sind. Das ist gewollt. Beim Bodybuilding ist das gewollt, dass das hier sichtbar ist. Und das ist halt sozusagen mein Markenzeichen. Die haben von Anfang an zu mir immer gesagt, der Aderschröder. Schon von 83 an haben die schon gesagt, das ist der mit den brutalen Adern. Und das ist im Bodybuilding gewollt. Die Leidenschaft fürs Bodybuilding startet bei dem Vater einer 25-jährigen Tochter Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Schon damals nimmt er an Wettbewerben teil und will beweisen, dass er im wahrsten Sinne ein starker Mann ist. Er räumt Preise und Pokale ab. Es ist sein Ehrgeiz, der ihn antreibt. Ich wollte es einfach. Ich wollte immer weiterkommen. Und ich bin auch im Laufe der Jahre von Verletzungen eigentlich verschont geblieben. Das ist auch ganz wichtig. Also fast alle, ich kenne keinen, der nicht irgendwie Schulterprobleme hat beim Training. Und da habe ich auch wirklich Glück gehabt bis jetzt. Süßigkeiten sind für den 61-Jährigen tabu. Die verbietet er sich und auch Tiefkühlpizza kommt ihm nicht ins Haus. Obst, Gemüse und Eiweißshakes als Zwischenmahlzeit sind erlaubt. Sein Ernährungsplan ist krass durchgetaktet. Ich esse 5 Mahlzeiten. Morgens nehme ich einen Eiweißdrink mit Haferflocken und ein bisschen Müsli, ganz wenig. So, da bin ich schon bei 1200 Kalorien und dann, wie gesagt, noch 2 Mahlzeiten, auch mit Haferflocken, Reis und Eiweiß. Dann kommt noch eine Mahlzeit mit Eiklar, kann Eiklar sein, kann noch irgendwas anderes sein, Reiswaffeln und so weiter. Und dann kommt die große Mahlzeit abends nochmal mit Gemüse und Hähnchen. Also da liege ich dann insgesamt bei 4.500 Kalorien. Und die braucht er auch, denn während seiner Wettkampfvorbereitungen geht der 61-jährige gelernte Elektriker 7-mal die Woche für 2,5 Stunden ins Fitnessstudio. Ein Leben ohne Sport ist für ihn undenkbar. Das ist für mich also eins der wichtigsten Sachen. Nach Essen und Trinken und Frau und Kind kommt auch sofort der Sport. Ne? Also das ist für mich extrem wichtig. Es gibt ein paar Sachen, die machen mir richtig Spaß und das gehört dazu. Ne? Das ist, ohne das geht's nicht. Der 61-Jährige wurde übrigens auch Norddeutscher und Deutscher Meister. Doch der Titel Mr. Universe in der Altersklasse ab 60 bedeutet ihm am meisten. Ich habe da richtig Spaß dran gefunden und wenn ich gesund bleibe, dann werde ich es nochmal versuchen. Und das ist doch meine Ansage. Also, die Konkurrenz kann sich jetzt schon mal warm anziehen, wenn Uli Schröder sich auszieht. Denn dieser Wolfsburger ist ein Kraftprotz durch und durch. Und das macht ihm so schnell keiner nach.